Ja, liebe Genossinnen und Genossen, morgen sind es auf den Tag genau noch 2 Wochen, bis wir eben nicht nur zur Europawahl gehen, sondern in 10 Landesverbänden parallel auch Kommunalwahlen haben. Und ich will an dieser Stelle, weil wir uns ja zumindest mehrheitlich hier sicher alle in diesen Auseinandersetzungen aktuell befinden, dafür werben, dass wir diesen gemeinsamen Wahltermin auch da, wo es thematische Schnittmengen gibt, auch offensiv nutzen. Und ich will hier das Beispiel Flüchtlingspolitik nennen, liebe Genossinnen und Genossen, wo wir natürlich auf europäischer Ebene dafür eintreten, dass dieses entsetzliche Sterben im Mittelmeer endlich ein Ende findet, dass wir oft für offene Grenzen für Menschen in Not eintreten. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, eine humane Flüchtlingspolitik, die fordert uns eben auch konkret vor Ort. Viele Kommunen sind nämlich nicht darauf vorbereitet, dass jetzt, Gottlob, auch wieder mehr Flüchtlinge den Weg zu uns finden. Es kann aber, liebe Genossinnen und Genossen, kein Weg hinter unsere politische Forderung zurückgeben, dass wir Flüchtlinge menschenwürdig und dezentral mitten in der Stadtgesellschaft unterbringen. Es darf kein Zurück zu großen Sammelunterbringungen und Sammelunterkünften geben. Das ist eine linke Position. Und da, liebe Genossinnen und Genossen, schließt sich der Kreis. Und da muss klar werden, sowohl in Europa als auch vor Ort, die Linke steht für eine humane Flüchtlingspolitik. Wenn wir ansonsten über Kommunalwahlen und Kommunalpolitik reden, dann müssen wir auch ganz banal über Geld reden, liebe Genossinnen und Genossen. Denn die sprichwörtlich leeren öffentlichen Kassen, das ist ja nicht nur etwas, was dem ehrenamtlichen Stadtverordneten vielleicht die Arbeit ein wenig schwerer macht und ihm auch den Spaß nimmt, das wäre noch auszuhalten. Aber ich glaube, dass leere öffentliche Kassen auch dazu führen, dass wir noch stärker den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft verlieren. Und ich will euch da ein Beispiel aus Bonn nennen, wo ich mich kommunalpolitisch engagiere. Die Stadt hat dieses Jahr wohl ein Haushaltsdefizit von rund 100 Millionen Euro und schon viele Sparrunden hinter sich. Unter anderem wird der Sport viel zu wenig gefördert. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Sportlerinnen und Sportler bei uns haben es richtig gemacht. Die sind nämlich auf die Straße gegangen und haben gesagt, für ordentliche Jugendarbeit, da brauchen wir mehr Geld. Da standen wir an ihrer Seite. Es hat dann aber vor allem auch in der medialen Spiegelung zum Teil den Zungenschlag in die Debatte bekommen, dass man gesagt hat, das Geld, was dem Sport fehlt, das wird in der Kommune bei der Kultur verprasst. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass, wenn hausgemacht die öffentlichen Kassen leer sind, wir legitime Interessen in dieser Gesellschaft gegeneinander ausspielen. Die Widersprüche sind nicht Sport oder Kultur, Bildung oder Soziales. Die Widersprüche liegen ganz woanders. Und wenn wir das sagen, dann zeigen wir natürlich auch, was wir bundespolitisch für Änderungen, insbesondere steuerrechtlich, brauchen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir auch konkret vor Ort nicht nur mit dem Finger auf die anderen Ebenen zeigen dürfen und sagen, was sich da ändern muss, sondern wir müssen auch konkret aufzeigen, in welche Richtung wir diese Gesellschaft auch vor Ort weiterentwickeln und in welche Richtung wir einen Politikwechsel vollziehen wollen. Und da vielleicht auch ein positives Beispiel, gerade steuerpolitisch. Wir haben es in Bonn im letzten Jahr geschafft, dass die Stadt erstmalig, die sehr gewerbesteuerabhängig ist von großen Konzernen, eigene Betriebsprüfer einstellt, die den örtlichen Konzernen auch aus kommunaler Sicht in die Bücher und auf die Finger schaut. Das hat ganz konkret dazu geführt, dass pro eingesetzter Betriebsprüferin in nur einem Quartal zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen von 250.000 Euro erzielt werden konnten. Und ich glaube, das zeigt, ein Politikwechsel und auch gerechte Steuerpolitik, das fängt auch vor Ort an. Und deshalb nutzen wir die nächsten 2 Wochen noch, liebe Genossinnen und Genossen, nachdem wir hier hoffentlich einen guten Parteitag hingelegt haben, indem wir in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gehen und nachweisen, dass es einen Unterschied macht, ob die Linke stark in den Kommunalvertretungen vertreten ist. Dafür wollten wir kämpfen, in West wie Ost, in Nord wie Süd. Wir haben etwas zu bieten und deshalb machen wir hier einen guten Parteitag und dann noch 2 ordentliche Wochen Kommunalwahlkampf und Europawahlkampf, damit wir in 2 Wochen auch was zu feiern haben. Vielen Dank.